Moin moin zusammen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind schon in der Location drin. Heute schauen wir uns ein altes Freudenhaus an. Hier im Hintergrund seht ihr schon die alten Fenster und Kammern, wo damals die Damen die Leute empfangen haben. Häufig lohnt 2 Minuten warten. Das ging aber schnell. Hier haben wir noch so ein Stühlchen, wo die damals drauf saßen. Und eine Gasmaske. Creepy. Einmal um die Ecke gelaufen, weil man da um die Ecke, wie man vielleicht sieht, sind Fenster und da sieht man es draußen. Es ist leider schon dunkel mal wieder. Wir haben sehr lange gebraucht bis hierhin. Und hier war dieses Rondell mit dem Fensterchen, wo damals die Damen drin standen. Wollen wir mal reingehen? Hier haben wir noch einen dieser Stühle. Die kennt man ja auch aus Amsterdam, ne? Hier haben wir alte Kühlschränke. Ihr wisst ja, ich muss sie ja immer aufmachen. Leer, stinkt nicht. Noch ein Piratenhütchen, da haben sich die Damen wahrscheinlich auch verkleidet. Oh nee, nee, da, das sind nur Aschenbecher zum Glück. Wie ihr seht, Aschenbecher und was haben wir hier? Kein Eingang. Super. Okay, die anderen sparen wir uns mal. Vorsicht, Hund. Okay. Hat aber noch nicht gebellt bisher, also wir sind sicher. Weiter geht's. Ui, was haben wir denn hier? Eine Teeküche? Und noch so ein Stuhl? Oh, oh nee, da hat einer reingepieselt. Dann verlassen wir auch die Teeküche mal wieder mit dem Apple-Zeichen. Ja, noch ein kleiner Hinweis für die Gäste. Sie müssen nicht durch den Haupteingang und Clubraum. Die Damen können sie von diesem Gebäudeteil durch den Keller direkt zum Zimmertrakt mitnehmen. Wisst ihr Bescheid? Wir haben den Durchgang gefunden, den wir gesucht haben. Hier betreten wir die Theke. Ui, naja, ganz schön unordentlich schon hier, Leute. Ein bisschen aufräumen wäre mal angebracht. Kein Wunder, dass ihr zugemacht habt. Hier haben wir wieder Mixgeräte. Ein Barhocker, der hier in die Wand geschmissen wurde. Schönes Lämpchen. Hallo, Leute. Ah, okay. Hier wurde aber ordentlich randaliert. Ja, mittlerweile schon. Die Hocker schon letztes. Dann haben wir hier noch einen Kamin. Der sieht noch ganz schick aus, sogar mit Holz parat. Ach, das ist Kunststoff. Hier hat einer einen Stuhl an den Kronleuchter gehangen. Also, Das hier wird damals der Haupteingang gewesen sein. Mit dieser Kuckluke. Da darf ich jetzt nicht so stark rausleuchten. Ja, Kronleuchter mit Stuhl. Noch ein komplett zerstörter Kronleuchter. Immerhin hängt noch eine Box an der Decke. Oh, schlüpfrig. Pole Dance. Yeah. Noch so eine schicke Couch. Und noch mehr Sitzmöglichkeiten für den Club damals. Hier konnte man es sich gemütlich machen und gut gehen lassen. Ach, hier hängt noch ein Kronleuchter. Der sieht noch ganz okay aus. Hat aber auch schon jemand probiert. Ja. Ja, schick. So, was haben wir hier? Könnte eine Garderobe oder sowas sein. Von den Fernseher? Kuscheltiere? Ein bisschen Schnappis, damit du auch schön die Kunden erträgst. Ja, wenn die mal wieder vollgelaufen sind. Okay, hier wird die Tür aufgebrochen. Ui, ist sie schwer. So, hier sind wir im Zimmer Nummer 6. Ich habe was dabei. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, die Idee, das zu machen, aber ich habe extra mal eine UV-Lampe eingepackt. Oha, nein. Wollen wir mal schauen, was hier so passiert ist. Ich mache mal das große Licht aus. Okay. Oh ja. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, aber was das ganze Ding ist, weiß. Sogar der am Schalter. Seht ihr das? Oje, 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 oje. Nee, ich mach mal lieber wieder aus. Und das große Licht an. Ach, die hatten sogar direkt eine Dusche und ein Waschbecken mit drin. Schauen wir nochmal schnell in den Schrank rein. Der ist leer.
Und dann verlassen wir Zimmer Nummer 6. Das gut genutzt wurde, wie man gesehen hat. So. Langsam die Tür schließen. Es geht auch noch nach oben. Das gucken wir uns gleich an. Wie ihr hört, da wurde was entdeckt. Dann gehen wir erstmal in den Keller, bevor wir hochgehen. Und? Was haben wir hier? Ein SM-Stuhl. Ich glaube, auf dem hier möchte keiner mehr sitzen. Wir hatten überlegt, hier ein paar Fotos zu machen, aber ich glaube, das lassen wir. Ich kann ja gleich schon mal die UV-Lampe rausholen. Gesagt, getan. Holen wir mal die UV-Lampe raus. Oh ja, ich sehe es schon. Nee, das ist Staub. Nee. Es ist scheinbar keine Flüssigkeiten dran. Ja, sind die alle abgeflossen. Ja, die wurden alle. Jetzt haben wir hier noch, wenn wir schon dabei sind. Nee. Ja, sie wurde sehr gut gereinigt immer. Gut gereinigt oder der Hauptakt ist in den Zimmern passiert. Weiter in der Runde, wir entfernen uns vom Stuhl. Was haben wir hier noch? Okay, das sind wohl die Aufenthaltsräume der Damen. Ey, geil, was ist das denn? Der gibt, der fühlt sogar noch Wasser. Das ist cool. Das ist echt cool. Dann muss das Haus hier ja wirklich, wirklich alt sein, wenn die sogar einen eigenen Brunnen im Keller haben. Oder sie haben das Haus drüber gebaut. Könnte auch sein. Weil die Mauern hier, die sehen schon sehr, sehr alt aus. Aber den Brunnen finde ich cool. Den hätte ich auch gerne im Keller. Der arme Brunnen. Ne, alles zugemüllt. Muss nicht sein. Hier haben wir noch die Spinde der Damen. Hier sind Strapsen. Strapsen. Hier haben wir noch Strings. Oh ja, eine ganze Ladung Unterwäsche. Schaut mal, was hier gefunden wurde. Jede Menge Schickmach-Utensilien. Schuhe. Und eine Flasche mit einer gelben Flüssigkeit. Und Rasierklingen. Ich will nicht wissen. Und ein Ohrring und zwei Armbänder. Und ein Rasierer? Rasierklingen. Und hier haben wir noch Vanille bei Bettina Beauty, Tura, alles mögliche, auch an Medizin. Ja, wer weiß, was sich die Damen hier alles eingefangen haben, ne, während der Arbeit. Hier ist noch eine der Handtaschen, ein Regenschirm. Und noch ein Fach mit ganz viel Unterwäsche, die zurückgelassen wurde. Und Enthaarungscreme. So, was wartet hier noch? Auch noch Decken oder so? Ah, es geht noch weiter. Ja, ich habe hier einen Schuh jetzt sehr schnell gezeigt. Da ist noch mehr Gedönse. Was haben wir hier? Eine asiatische Zeitschrift. Könnte Thailand oder so sein. Wenn ihr das lesen könnt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Noch so ein roter Stuhl. Da wäre wieder der Stuhl. Ein schöner alter Ofen. Ein Safe. Ui, und der ist sogar noch verschlossen. Wer weiß, was sich für Geheimnisse noch in dem Safe verbergen. Vielleicht die Tageseinnahmen vom letzten Mal? Wer weiß. Ansonsten ist das hier noch das Materiallager, wo noch jede Menge von diesen, ich sag mal, sexy Stühlen stehen. Ja, am Ofen vorbei haben wir hier noch ein Plakat. Kein Getränkeausschank. Die Aufsichtsperson kann Ihnen gestatten, sich auf Freudengetränke selbst mitzubringen. Gläser von uns. Die Aufsichtsperson kann Ihnen in Ihrem Namen zur Lieferung an Sie Getränke bestellen. Über Taxis, Tag- und Nachttankstelle. Was? Die hatten keine Getränke? Ohne Taxikosten von einem Partyservice, der in nächster Ansetzung unterwegs ist. Flaschenöffner, Gläser spülen und Wechselgeld durch uns. Okay. Normalerweise hatten diese Läden doch eine eigene Bar. Oben war doch eine Bar. Wundert mich gerade. Vielleicht ist das noch aus der Anfangszeit. Und hier ist die Waschabteilung. Waschmaschinen. Oh, noch eine ganz alte Waschmaschine. Ganz alter Sessel. Farben. Das könnte die Werkzeugkammer gewesen sein. Oh, und ich sehe gerade, du hast dich eingesperrt. Dann tu was zwischen. Genau, sonst sperren wir uns beide ein und dann bleiben wir erstmal eine Zeit lang hier. Was haben wir denn hier zum Zumachen? Nehmen wir einmal die Mistgabel.
Einmal die Mistgabel und legen die einmal quer, damit wir uns nicht einsperren. Ach was. So, sicher. Ein Auto. Ich sehe einfach noch ein Auto. Schlüssel steckt nicht. Ja, der wird dann einfach auch bei Geschäftsaufgabe haben sie ihn hier gelassen. Sieht sogar noch, ja, bis auf den ganzen Müll. Der wird bestimmt noch fahren. Was ist das für einer? Ein Ford Escort CL. Ansonsten noch eine ganz alte Küche. Ein Bücherkühlschrank. Und die Reservereifen für die Karre. Was haben wir hier noch an Unterlagen? Ziel und Zweck der Planänderung. Der Stadtdirektor der Stadt. Stadtplanungsamt. Ist ja ähnlich aus dieser Stadt. Bebauungsplan. B13 Bereitschaft. Ist. Ach so, stimmt. Ich sehe es gerade. Ist eine andere Stadt. Steht doch Stadt. Ah ja, da steht Stadt R. Ja. Noch ein Kennzeichen. Das muss ich leider pixeln. Ansonsten noch Chemikalien, Reparaturmörtel und halt die Karre, die finde ich echt cool. Und dass noch ein Feuerlöscher an der Wand hängt. Ein wahres Wunder. Jetzt können wir nämlich mal schauen, wann das Prüfsiegel ist. 2017. Okay. Ne, 2019. 5 Jahre. 5 Jahre steht das Ganze hier schon leer. Wir verlassen den Keller und wenden uns mal der oberen Etage zu, wo vermutlich noch mehr Gästezimmer sind. Und weiter die Treppen nach oben. Oh, ein schöner Spiegel. Noch nicht zertrümmert, ein Wunder. Nur geschmiert. Nur geschmiert, ja. Na, hier hat man auch schon Lampen schon weggekloppt. Oh, das nenne ich mal einen Spielraum. Oh ja. Und eine ziemlich große Badewanne. Ja, nice. Wer weiß, was hier alles passiert ist damals. Schönes Teil. Also bis auf die Farbe. Und ein Bidet. Hallo. Ich glaube, die UV-Lampe sparen wir uns hier mal. Das könnte unschön werden. So, verlassen wir das Zimmer. Ah, hier ist direkt noch ein Raum. Ui. Noch ein Raum mit Jacuzzi und Riesenspielbett. Und ein Bidet haben sie auch alle gehabt. Ja. Boah, das ist ein richtiges Labyrinth hier. Geht der immer weiter in alle Richtungen. Das sieht nicht mehr schön aus. Was haben wir hier? Rezeption. Rezeption. Vorsicht, Fenster zur Straße. Oh, fuck. Da müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Noch mehr Lagerräume. Ich muss mal das Licht ein bisschen dimmen. Wir sind hier direkt an der Straße. Hier haben wir noch so ein Zimmer mit ganz vielen Spiegeln. Da kommt man sich bei seinem Vergnügen aus allen Winkeln und Ecken selber beobachten. Natürlich wie überall eine Dusche und ein Waschbecken. Und ein, wie man es aus der Schule noch kennt hier, diese Boxspringen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Und auf in die oberste Etage. Okay. Ui, ein riesengroßes Megaspielzimmer. Was war das hier? Weiß ich nicht, wurde umgeschmissen. Lässt sich nicht mehr herausfinden. Achso, das war eine Duschkabine. Ah. Eine Rose. Da oben, ach, das kommt man zuziehen, dass man quasi so ein Himmelbett hat. So, wir betreten den letzten Raum in der obersten Etage. Oh ja, hier mobbt es. Boah. Noch ein schöner alter Sessel. Der Teppich passt irgendwie nicht. Der gehört eher zum Kinderzimmer, finde ich. Wie immer die Dusche. Ja, wer weiß, was hier alles für Sachen passiert sind. So, und dann gehen wir mal wieder nach unten. Nochmal vorbei an Zimmern mit Jacuzzi, Rezeption,
nehmen wir mal wieder die Treppe nach unten, denn wir haben ja schon viel zu lange geleuchtet mitten an der Straße. Wir müssen hier langsam raus, bevor wir noch Besuch bekommen. Und an dieser Stelle beende ich auch das Video, weil wir müssen jetzt wieder zur Straße. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.